So, heute ist Tag 2. Ich habe keine Ahnung, ob man mich jetzt besser hört mit dem Mikro. Ich nehme das jetzt nochmal hochkant auf, einfach nur, weil kein Bock. Ich habe gestern nichts mehr geschafft aufzunehmen wegen Code Vein. Es war einfach nur noch stressig gestern. Ich sehe auch jetzt schon wieder aus wie Scheiße. Vor allem sehe ich aus, als hätte ich mega die hohe Stirn. Ist halt nicht die geilste Perücke. Nee, ich gehe außen rum. Das ist mir zu voll hier. Ich kriege einen Vogel. Es ist so. Ja, heute im Koss, weil mir wurde mal gesagt, ich soll nicht immer aufhören, meinen Koss an den Brüsten zu stoppen. Also das Filmen vom Koss. Deswegen da. Ich habe auch Beine. Das war keine Absicht vorher. Es ist so voll, es ist so warm. 5, nein, ich muss doch da drüben rein. Ich wollte noch zum Merchandise. Diese Perücke ist so furchtbar. Sieht halt ernsthaft aus, als hätte ich eine total hohe Stirn. Ja, Code Vein gestern. War scheiße. Ich bin alleine in der Demo so oft das ging gar nicht klar. Hui, Schlangenlinien. Links, rechts, links, rechts. Es ging einfach gar nicht klar. Es ist definitiv ein Spiel, was ich mir nicht holen werde. Ja. Das war Code Vein gestern. Danach hier Freunde treffen, da Freunde treffen, essen gehen. Gestern keine Zeit mehr gehabt, irgendwas aufzunehmen. Aber ich habe tatsächlich noch einen Termin bei Control bekommen heute. Habe ich auch schon gespielt, bin ich schon fertig mit. Diese eine Strähne macht mich wahnsinnig. Und Control war ganz cool. Es gab tatsächlich sogar Goodies das erste Mal. Für mich beim, also es war ja auch erst das dritte. Hier unten ist auch ein Otaku-Stand. Ich wusste doch, ich bin nicht bescheuert. Aber ich will wieder nach oben. Es gab Goodies und zwar, es ist ein Code für ein Dynamic Theme, was ganz geil ist. Und dann gab es einen Pin. Achso, Frontkamera fokussiert ja nicht neu. Es gab einen Pin. Was auch ganz nice ist. Es sind einfach mal ein paar andere Sachen gewesen als eine Filmkünste, sind der Hammer. Waren dann einfach mal ein paar andere Sachen. Also das Übliche, was man so die üblichen 5 Millionen T-Shirts. Mein schütteres Haar. Warte, hier unten Game. Nein, ich muss nach oben. Da geht's nach oben. Nein, da geht's nach unten. Also von oben nach unten, aber wir wollen ja Rechtsverkehr und so. Ja. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was ich noch so auf dem Zettel habe. Es ist jetzt auch schon wieder nach 15 Uhr, es ist 15.30 Uhr oder so. Mein Pet Peeve, meine Perücken. Es ist 15.30 Uhr, ich habe... Es ist 15.30 Uhr, immer noch. Also jetzt bestimmt auch schon 15.32 Uhr. Ich war total spät hier heute. Ich bin überhaupt nicht in die Gänge gekommen, dann kam die Bahn zu spät. Ja. Ich war erst irgendwie um 13:30 hier oder so. Und dann. Ich war schon mal kurz in der Merchandise-Halle. Es war mega anstrengend. Und dann hatte ich halt um 15 Uhr den Termin für Control zum Spielen. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich einfach über die Fastlane rein konnte. Das heißt, ich stand dieses Jahr noch gar nicht an. Tja, sorry, not sorry. Spaß. Ja, Merchandise-Halle. Ich switch mal gerade die Kamera um, damit ihr auch was von dem Spaß habt. Yay! Ja. So. Lizard hat einen Store. Das seht ihr jetzt vielleicht auch. Ich muss aufpassen, ich habe nur noch eine Stunde zum Aufnehmen. Ich sollte langsam mal wieder meine SD-Karte leeren machen. Ich baller da alles drauf. Und ja, Blizzard hat einen Store, die sind nicht mit einem Stand hier, aber sie wollen trotzdem unser Geld haben. Ubisoft hat einen Store. Ich suche jetzt einfach mal ganz plump den Capcom-Store. Den habe ich noch nicht gefunden. Oh, hier ist echt mal entspannt und angenehm. Blizzard hat einen großen Store. Einen sehr großen Store. Ich weiß nicht, ob ich es bereits schon mal erwähnt hatte, aber Square Enix hat überhaupt keinen Store. Boah, gut, danke. Dann halt nicht. Dann, also es gibt 15% Rabatt für den Online-Store jetzt nur während der Gamescom. 2K Games. Ist jetzt auch nicht so. Ah, das ist ein Haar.
Kaiser. Ich habe ihn endlich gefunden. Wir haben auch schon ein bisschen durchgeguckt, aber irgendwie keine Ahnung. Nicht so der geile Scheiß dabei. Da. Omega Man wäre natürlich auch nice. Monster Hunter haben die gespielt tatsächlich. Ich muss mal gerade hier gucken. So, ja, ich habe was gekauft. Und zwar Socken und ein T-Shirt. Weil, warum nicht? Abby Style ist cool, wird laut. Ich glaube, man versteht mich nicht mal mit Mikrofon. Bin auch gerade ein bisschen unorientiert. Desorientiert nennt sich das auch. Just for Fun, Megastore. Ich glaube, den Rest spare ich mir. Es gibt halt Stände mit Merchandise. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt wie auf jeder Convention. Immer das Gleiche. T-Shirts, Figuren. Gut, hier gibt es halt ein bisschen mehr Game-Zeugs. Was selbstverständlich ist und was auch gut ist. Aber ich glaube, den Rest spare ich mir. Das ist cool, aber teuer. Figuren halt, so Stände. Das war mein. Ich habe ehrlich gesagt gerade keinen Bock, hier in dieser vollen Merchandise-Halle weiter zu filmen. Also es gibt Stände, das Übliche halt. Ich muss mal gucken, ob ich noch was weiter spiele. Dann melde ich mich auf alle Fälle nochmal. Ansonsten melde ich mich nochmal zum Abschlusswort. Bis dann. So, ich bin jetzt wieder etwas frischer am Start. Wie ihr seht, ich habe mich meiner Perücke entledigt. Das ging halt einfach irgendwann nicht mehr zu warm, hat zu sehr gedrückt. Keine Lust mehr gehabt dann. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch gar nichts mehr von Control erzählt. Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass ich jetzt alles doppelt und dreifach erzähle. Aber Control war ganz cool. Ich würde es mir nicht für einen Neupreis kaufen, wenn es jetzt gerade rauskommt. Weil es hat doch. Also es wirkt etwas altbacken von der Grafik und von der Steuerung her. Auch, also was mich ein bisschen abgeturnt hat, ist, dass es überhaupt nicht synchron war. Also lippensynchron, wenn die gesprochen haben. Das wirkt sehr, sehr extrem komisch. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Spiel kennt. Wenn ich wüsste, wie es heißt. Mit so einem kleinen Mädchen. Ich glaube, das hat auch einfach den Namen von dem Mädchen als Titel. Die hat besondere Fähigkeiten. Und man spielt mit der Babysitterin oder so. Oder Lehrerin. Irgendwie sowas in der Art. Das ist so eine postapokalyptische oder apokalyptische Szenerie. Und man muss immer das Mädchen an die Hand nehmen und durchs Level führen. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich meine. Es hieß Emily, Amanda, ja, irgendwie sowas in der Art, glaube ich. Es kann auch sein, dass es voll daneben. Ja, so in etwa wirkt das, von der Grafik und von der Steuerung her. Aber das Gameplay hat mega Spaß gemacht. Und ich hab mich da irgendwie völlig drin verloren. Ich habe überhaupt nicht die Hauptgeschichte während der Demo gespielt. Weil man auch einfach zwischendurch so viele Nebenmissionen freischaltet. Also was heißt so viele? Ich habe jetzt irgendwie in den 20 Minuten, habe ich glaube ich zwei Nebenmissionen freigeschaltet. Und das war eigentlich ganz cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht vom Gameplay her. Deswegen würde ich einen Kauf in Betracht ziehen, erstaunlicherweise. Ich glaube, man hat so 20 bis 30 Minuten, 20 Minuten gespielt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade parat habe. Da gab es tatsächlich auch ein Goodie. Und zwar fand ich das ganz cool, weil es mal. Das habe ich euch schon gezeigt. Ich habe es euch schon gezeigt. Duh. Ja. So. Mit Control. Ja, das war das. Und dann habe ich mich jetzt bei Zelda doch noch angestellt. Es war gerade nicht so voll. Ich stand jetzt ungefähr 40, 45 Minuten etwa an, was okay ist.
Und ich glaube, eine Viertelstunde konnte man nur spielen. Gab leider keinen Goodie. Ich glaube, es ist möglich, dass es welche gegeben hat, weil ich eine gesehen habe, die hatte so einen kleinen Link-Pin gepostet. Aber vielleicht waren die aus, vielleicht war der auch von woanders. Auf alle Fälle gab es keine mehr. Sad face. Ja, aber das Spiel, da bin ich jetzt tatsächlich mega gehypt nach der Demo. Ich meine, ich habe es eh schon vorbestellt, aber so what? Ich freue mich mega drauf. Es hat so viel Spaß. Es ist halt ein gutes altes Zelda. Ich meine, es ist ein gutes altes Zelda. Punkt. Aber es macht trotzdem Spaß. In der neuen Grafik, es sieht mega süß aus und da habe ich voll Bock drauf. Und jetzt werde ich nochmal was essen gehen. Und dann werde ich mich, glaube ich, doch nochmal bei Man of Medan anstellen. Wobei ich vielleicht, wenn ich jemanden sehe, frage ich den erstmal, ob das die gleiche Demo ist wie vom letzten Jahr. Weil ich mich da jetzt nicht eine halbe, dreiviertel Stunde anstellen würde, um die gleiche Demo vom letzten Jahr zu spielen. Das wäre ein bisschen bescheuert. Ja, deswegen frage ich das mal. Ich wollte mich bei Catherine anstellen, aber da war es mir zu voll. Mal gucken. Bisschen ist ja noch. Wir haben es jetzt kurz nach sechs, viertel nach sechs. Ja, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, um 20 Uhr ist dicht. Also ich gehe noch mal schnell eine Kleinigkeit essen und dann gucke ich, ob ich mich noch mal irgendwo anstelle. Bis dann! So, das war das. Ich bin auch schon wieder zu Hause, offensichtlich. Lounge hier gerade total abgeranzt auf dem Fußboden rum, weil ich einfach nicht mehr kann. Was ist denn heute Mittwoch? Ich bin jetzt auch schon ein paar Tage zu Hause, habe aber noch keinen Nerv gehabt, irgendwas wieder aufzunehmen. Es ist viel zu heiß, ich bin die letzten Tage viel zu müde gewesen. Ja, Tragik. So, Aftercon Blues ist extrem. Ja, ich habe ja diesmal nicht so viel Zeit gehabt, weil einfach viel zu phlegmatisch war. Ich bin überhaupt nicht in die Gänge gekommen. Das Hotel, wo wir waren, das ist auch so geil gewesen. Dann saß man halt beim Frühstück im Garten und das war alles so gemütlich und schön und am liebsten wäre ich gar nicht gegangen. Deswegen hat es halt immer total lange gedauert, bis ich losgekommen bin. Egal, zurück zum Punkt. Ich hatte Control gespielt. Danach habe ich Zelda gespielt. Ich wollte was essen gehen, konnte ich nicht mehr, weil die Stände schon zugemacht haben. Yeah, geil, dankeschön. Ja, gut. Und dann, genau, Man of Medan. Mir konnte leider keiner sagen, ob das die gleiche Demo war oder nicht. Ich habe mich dann angestellt. Es war nicht die gleiche Demo wie vom letzten Jahr. Ich war bei Man of Medan. Wie lange? Ich habe eben erst noch nachgeguckt. Ich hatte mir das ja aufgeschrieben. Ich hatte mich um 18.22 Uhr angestellt, glaube ich. Um 19.02 Uhr war ich fertig. Es waren 40 Minuten. War in Ordnung. Das Geile war, bei Man of Medan wurde halt einmal die komplette Spielerschaft ausgewechselt. Das heißt, du hast dich erst stundenlang gar nicht bewegt und dann ging es halt eine ganze Ecke vorwärts. Im Gegensatz zu zum Beispiel Zelda oder Final Fantasy auch, wenn einer fertig war, kam der nächste rein. Dann ging es halt immer so peu à peu, die ganze Zeit ein bisschen vorwärts. Bei Man of Medan wurden halt alle auf einmal ausgewechselt. Und ich wäre eigentlich mit dem nächsten Schwung noch nicht reingekommen. Aber dann auf alle Fälle hätte ich halt noch 20 Minuten warten müssen und hätte dann spielen können. Aber dann kam halt ein netter Mitarbeiter raus und meinte, wir haben noch eine Station frei. Ist jemand alleine? Vor mir waren vielleicht noch 20 Leute. Aber die waren halt alle in Gruppen da. Und ich dann so, ja, ich bin alleine. Also wenn vor mir kein anderer alleine ist. Nee, ja, gut, dann kommen Sie mal rein, junge Dame. Tja, manchmal hilft Travelow noch ein bisschen was, ne? Bin ich dann halt schon gleich mit dem nächsten Rutsch rein, hab dann gespielt. Es war sehr, Quicktime-Event-lastig. Und zwar extris ging so, du hast geguckt, es war halt eigentlich nur ganz lange Cutscene mit ein paar Quicktime-Events. Und dann hast du geguckt und auf einmal, so völlig aus dem Nichts, kam ein Button-Prompt und was zur Hölle, scheiße, bevor ich dann überhaupt reagieren konnte. Also ich habe zweimal verkackt, ja, aber die anderen habe ich hinbekommen. Ich bin kein Fan von Quicktime-Events, meine Reaktionszeit ist einfach zu langsam. Und ein paar Entscheidungen konnte man treffen.
Und so an sich, also es war halt sehr wenig Gameplay, es war halt nur ein paar Entscheidungen und Quicktime-Events. Es war ein bisschen lame für die Demo. Aber ja, ich bin trotzdem aufs Spiel gespannt. Ich werde mir das nicht sofort holen, weil dazu ist mein Backlog einfach zu. Reden wir gar nicht drüber. Und dann war das fertig. Oh ja, es gab ein Goodie. Scheiße, damit wollte ich doch das anfangen, den Abschlussvlog. Das war so ich vor der Con und ich nach der Con. Damit wollte ich eigentlich einsteigen. Na gut. Es gab eine wunderschöne Maske. Ja gut, also bei der Ausbeute kann man überhaupt froh gewesen sein, dass es irgendwas gab und wenn es nur eine olle Maske ist. Weil das war's an Loot. Ich war dann noch bei Catherine, aber da war die Schlange schon zu. Komplett finito. Da hätte es eine Tasche gegeben, so eine Plastiktasche. Also nicht so eine Plastiktasche hier, sondern so einen etwas stabileren Kunststoffbeutel. Und Hörnchen, wenn du ein Foto machst. Und ja, aber da konnte ich nicht und deswegen, da war es auch schon halt nach 19 Uhr. Was wolltest du nach 19 Uhr noch machen auf dem Samstag, wenn die zumachen um 8? Bin ich halt noch ein bisschen rumgeschlichen, war dann noch an dem Sony-Stand und habe mir da ein paar Sachen angeguckt. Da hatten die ja auch so Medieval und Dreams? Ich weiß es nicht mehr genau. Da hatte ich dann jedenfalls noch Concrete Genie kurz angespielt. Es war ein bisschen konfus, weil du hast halt, ich weiß nicht, ob es da auch ein Ende von der Demo gibt, aber du fängst dann halt, wenn nicht, da spielt dann einer vor dir und der geht dann weg, weil es ist einfach nur ein offener Stand und du stellst dich dann dahin, wenn frei ist. Keine Schlange und so. Und ja, ich war dann halt mitten in der Demo. Ich hatte keine Ahnung, wer ich bin, was ich machen muss, wo ich hin muss, was mein Ziel ist. Von daher war es ein bisschen wirr, aber irgendwie war es schön. Also ich glaube, das Spiel hat Potenzial. Das werde ich mir irgendwann mal im Sale holen oder so. Ja, gut, da gab es dann natürlich auch kein Loot, weil war ja kein richtiger Stand, sondern nur so nebenbei. Okay, ja. Ich wollte noch zu Control sagen. Ich habe angefangen, Let's Play zu gucken, nur so die ersten 10 Minuten oder so. Gut, derjenige spielt aber auch auf dem PC, das heißt, es sieht ja sowieso schon mal besser aus. Aber also es sieht doch nicht ganz so altbacken aus. Ich weiß nicht, ob die Demo vielleicht in früherer Entwicklung schon war. Das sieht jedenfalls relativ scheiße aus. Nicht so scheiße wie bei Amy. Amy war das Spiel. Das ist die Auflösung für diejenigen, die es nicht wussten. Ich glaube, das Spiel heißt Amy. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube ja. Es sieht natürlich nicht ganz so scheiße aus wie bei Amy. Das war ein bisschen übertrieben. Naja, mal schauen. Es hat sehr gute Bewertungen tatsächlich, aber ich gebe da nicht so viel drauf. Ich werde es mir irgendwann mal holen, in ein paar Monaten, wenn es für ein 30er zu haben ist oder so. Also, es hat mich angesprochen. Gut, ich wollte noch ein Recap machen, was die Spiele angeht, was ich gespielt habe. Und dann wollte ich noch mal schnell durch meine Goodies gehen. Oder, beziehungsweise das Zeug, was ich mir gekauft habe, was ja auch nicht viel ist. Ja, wenn ich einen Platz vergeben müsste für. Ja, für Spiel und Stand, das geht tatsächlich an die gleichen. Und zwar, auch wenn ich ein bisschen voreingenommen bin wegen Square Enix, das ist hier Square Enix. Meine Friends und so, aber ich muss sagen, für mich ist der Gewinner dieses Jahr Nintendo und Zelda. Zelda es liegt natürlich ein bisschen mit an der Demo, weil die Zelda-Demo an sich war halt interessanter als dieser kurze Ausschnitt, wo es nur ums Kampfsystem ging bei Final Fantasy VII. Es war halt ein bisschen lame, ja. Und Zelda ist halt. Du konntest einfach mehr spielen. Du hast einfach mehr von allem gesehen irgendwie und konntest mehr spielen. Und ich glaube, das hat einen großen Einfluss darauf, dass mir die Demo besser gefallen hat als die von Final Fantasy. Es tut mir im Herzen weh. Es fühlt sich so falsch an, das zu sagen, aber. Ist halt so. Ich freue mich trotzdem auf Final Fantasy und Square Enix steht bei mir eigentlich immer außer Konkurrenz. Also von Square Enix.
Ein ganz, ganz großes Lob geht auf alle Fälle auch tatsächlich an die Nintendo-Mitarbeiter an dem Stand. Von dem My-Nintendo-Stand hatte ich ja schon erzählt, dass die so lieb gewesen sind und mir noch nachträglich das Goodie für meine Ma gegeben haben. Und aber auch die Mitarbeiter an dem Spielstand. Ich weiß nicht, ob die alle so sind, aber bei Zelda war es halt so, du kamst da an. Normalerweise ist es ja, hier ist die Konsole, stell dich hin, spiel, tschüss, verpiss dich wieder, die nächsten wollen rein. Nicht ganz so, aber manchmal doch tatsächlich. Aber ja, und da war es so, kamst du halt hin, hast sie hingestellt, dann kam die nette junge Dame an. Das hört sich an, als wäre ich so 70, die nette junge Dame. Hat gefragt, oh, kennst du das Spiel von früher noch? Und ja, das, in dem Spiel ist ja das und das anders. Hat halt ein bisschen von den Dungeons erzählt, die man sich selber bauen kann, und so, hat noch ein bisschen Infos gegeben. Hat dann gleich Starthilfe gegeben, weil man muss da erstmal ein Item finden, eigentlich, um da wirklich voranzukommen. Und meinte so, ja, weißt du noch, wo das ist? Und die so, ja, so grob, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, versuch's mal unten am Strand dann. Ja, gut, also hat sie halt vorher noch mit einem so ein bisschen geredet und ein bisschen was über das Spiel erzählt halt. Zwischendurch musste sie, ich bin bei einem Schieberätsel nicht weitergekommen, da musste sie mir kurz helfen, hat sie dann auch gemacht. Und am Ende hat sie dann, als ich fertig war mit der Demo, kam sie dann nochmal an und hat gefragt, wie es mir gefallen hat und so. Und dann haben wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten. Habe ich erzählt, dass ich es ja schon vorbestellt habe und dass es eigentlich völlig unnötig war, dass ich das jetzt spiele, aber dass ich es ja trotzdem gerne machen wollte. Sie hat gesagt, ja, das geht ganz vielen so. Die wollten dann halt trotzdem schon mal gucken, wie es ist. Ja, also die haben sich einfach so ein bisschen mit einem unterhalten. Das fand ich total nett und sympathisch und das hat es irgendwie so persönlich gemacht. Das blieb mir einfach so völlig im Gedächtnis. Das war wirklich, wirklich nett. Ja, ich starre gerade so. Ja, es war einfach nett und persönlich, dass die noch mit einem gesprochen haben. Deswegen Platz 1 Nintendo und Zelda. Ja, Platz 2 dann natürlich Final Fantasy, weil Final Fantasy. Und es hat Bock gemacht. Aber ich freue mich halt einfach, wenn ich dann wirklich auch alles erkunden kann und so. Ja, das war jetzt so Reaktor Midgar. Wow, gab nicht viel zu sehen, gab nur ganz kurz was zu spielen. Kampfsystem bockt. Es ging gerade so, so völlig demotiviert und lustlos. Ja, dann Platz 3 geht. Oh, das wird schwierig jetzt, weil. Was habe ich noch? Ich hatte noch Control, Man of Medan und Concrete Genie. Ich glaube, sonst hatte ich nichts. Sie sind halt alle so. Da hat jeder seine Vorteile, seine Nachteile. Bei Man of Medan gehen mir halt die Quicktime-Events auf den Sack. Bei Control ein bisschen. Ich bin ja keine Grafikhure, aber eigentlich. Aber. Ja, das sah halt irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum mich das so stört. Das interessiert mich sonst eigentlich nicht so. Ja, und dann Concrete Genie kann ich halt nicht viel zu sagen, weil ich konnte da nicht so viel spielen. Aber es wirkte interessant. Ich glaube, das war's. Oh Gott, nein, Code Vein. Ich habe Code Vein verdrängt. Also die drei Spiele jetzt gerade, Control, Man of Medan, Concrete Genie auf Platz 3 und Code Vein kommt dann auf Platz 56. Also, es sieht nice aus, und das war es aber auch schon. Es ist halt einfach nicht mein Spiel. Gut, das war das. Goodies, wie gesagt, die Maske und die beiden Sachen von Code Vein. Und ich kann euch jetzt hier noch von Bandai Namco die Sachen zeigen. Die habe ich ja auch noch hier. Der Stoffbeutel. Mit dem Epic Rewards Programm. Ich hasse dieses Wort. Das ist das ist diese wunderschöne Trinkflasche, die halt eigentlich ganz cool ist, weil ich mache halt immer super gerne Fruit Infusions und hier passen dann auch mal richtige Fruchtstücke rein. Aber wie gesagt, China-Plastik muss erstmal 3 Jahre auslüften und so. Fächer. Kann man auch jetzt gerade wieder aktuell gut gebrauchen. Sticker, ja, ein Sticker und ein Kuli, der jetzt nicht ganz so hochwertig ist. Ich packe ihn vielleicht mal aus, dann blendet es nicht so. So, Epic Rewards Programm, ist ein Kuli, kommt eine Mine raus, sieht man total gut. Ist halt ein Kuli, kommt eine Mine raus, ne? Sonst wäre es schlecht, damit zu schreiben.
Das war es bei Bandai Namco. Bei Code Vein gab es ja auch keine Goodies. Achso, ja, mein Schickerfass. Ich kann euch jetzt meinen anderen. Mein, das ist, war der Schickerfass. Das ist einfach so ein Papierding. Sie. Ja, mein. Ah! Von Square Enix gab es halt dieses Jahr diese mega fette, geile Karte als Fast Lane Pass. Ja. Finde ich nice. Kann man gut aufheben. Letztes Jahr gab es auch noch so ein. Ja, so ein Papierfetzen auch, der dann eingerissen wurde, wenn man das Spiel gespielt hatte. Und dieses Jahr. Ja. Schönes Andenken noch. Klingt gut, behalte ich. Ich bin ja so ein Ramschmensch. Versuch's nicht, aber irgendwie hebe ich immer wieder Scheiß auf. Vlog für Nintendo habe ich euch schon gezeigt. Klatsch. Ich glaube, das war's an. Ja, die Sachen von. Keine Ahnung. Von Control finde ich jetzt gerade nicht, weil die halt so klein sind, aber. Ja, habe ich euch ja auch schon gezeigt. Ich habe mir das Theme noch nicht runtergeladen. Mache ich mal bei Gelegenheit. Ich war halt an der PlayStation, hätte ich machen können. Gut, und dann zu meinen gekauften Sachen habe ich euch ja schon erzählt. Warum schöne Resident Evil Socken mit Umbrella-Logo drauf. Oh, hat's gerade fokussiert. Keine Ahnung, was ich getan habe. Socken mit Logo drauf von Umbrella. Und dann das RPD-T-Shirt. Was ich mega cool. Ach, es ist auch relativ weich und soft. Und auf dem Ärmel ist halt nochmal das Raccoon City Police Department Logo. Sieht sehr geil aus. Das T-Shirt, das finde ich gut. Und dann habe ich, oder ich bin ja immer ein bisschen unzufrieden, wenn ich keine richtigen Sachen kaufe. Ja, ihr wisst, ich habe einen Haarfetisch. Ja, deswegen habe ich halt noch relativ lange gesucht und geguckt und ich habe etwas geholt, was ich ein paar Mal ins Auge gefasst hatte. Da gab es auch noch mal bei First for Figures Werbung und so. Das ist sowieso eine Dauerwerbesendung hier. So ein Anstecker-Pin von First for Figures und so ein Gummi-Armband-Dinge, die man niemals tragen wird. Und keine irgendwelche Karten mit Werbung drauf für Figuren und so. Kann ich immer so. Oh Gott, oh, My Hero Academica. Academia. Kann ich versuchen. Nochmal My Hero Academia. Dark Soul. Ja, und dann ganz viele verschiedene Karten. Sonic. Ja, ich hab. Die haben ja ein. Alter, da haben die krasse Figuren, My First for Figures. So riesengroße Teile. Da gab es einen Mario mit Yoshi. Vielleicht ist der. Da ist er. Mario und Yoshi Definitive Resin Statue. Die war richtig groß. Die war halt auch ausgestellt. Die war richtig groß. Und der Amaterasu von Okami war auch ausgestellt. Ich will gar nicht wissen, wie teuer die sind. Ich will das gar nicht wissen, weil ich kaufe sie mir eh nicht, weil sie mir viel zu teuer sind. Und da hatte ich. Die hatten Messepreise. Und normalerweise ist Messepreise ja immer so 10% teurer. Mindestens. So hält es jedenfalls ein. Hersteller von Figuren, von kleinen, die man die mit auswechselbaren Teilen kommen und verschiedenen Gesichtern und Frisuren, die sind immer grundsätzlich teurer auf der Messe und haben das auch schon zugegeben. Ja, auf Messen machen die Sachen immer teurer. First for Figures hat auf der Messe einfach mal 50% auf alles gegeben. What? Okay. Sie haben mit ihrer Original, mit ihrer OVP ein bisschen übertrieben, weil die Figur, die ich mir gekauft habe, haben sie angegeben mit 90 Euro. Habe ich bei den anderen Ständen im Schnitt für 70 Euro gesehen. Aber 50% von 90 Euro ist immer noch deutlich weniger als 70 Euro für diejenigen, die rechnen können. Und deswegen habe ich mir dann doch noch Spyro gekauft. Spyro kommt mit Sparks. Wo ist Sparks? Da. Da ist Sparks. Man sieht es halt auch richtig gut, weil es so blendet. Und er steht formschön auf einem Diamanten. Ich zeig's nochmal. Kann man Sparks abnehmen?
ist Box removable, weil da ist er nicht mit drauf. Das muss ich doch erstmal. Jetzt muss ich sie doch auspacken. Kann ich nicht. Geht nicht auf. Hier liegt eine Stereo, vielleicht soll ich die mal nehmen. Aber wenn Sparks abnehmbar ist, dann verliere ich den nachher. Digga, jetzt ist es an den Seiten auch noch zugeklebt. Tada, hier ist sie dann nochmal ausgepackt. Das hat mir alles ein bisschen zu lange gedauert. Und Sparks lässt sich nicht entfernen, aber ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen was recherchiert. Die Figur, ich kann es jetzt tatsächlich leider nicht mehr überprüfen, was die an den anderen Ständen für Figuren hatten, aber die Figur mit Sparks ist angeblich First for Figures exklusiv. Und deswegen, das ist die, stimmt auch, steht die Collector's Edition drauf, irgendwo, nicht auf der Verpackung. Und die man zumindest jetzt online bekommt, die sind günstiger, die sind aber auch ohne Sparks. Ja, und hier sieht man dann nochmal, sie ist tatsächlich recht schwer, sehr schwer. Ich habe leider keinen wunderschönen Drehteller, deswegen muss ich das alles manuell machen. Bitte keine Klage wegen sexueller Belästigung, weil ich dir im Hintern rumfummel. Es tut mir leid, Spyro. Ja, das ist Spyro. Hier unten, da steht Collector's Edition. Und da stehen noch andere Dinge. Ich kann es leider nicht anders halten. Ich kann es nicht drehen, aber man sieht ein bisschen noch was. Jo, das ist die Collector's Edition von Spyro mit Sparks drauf. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Auch, dass ich halt dann die Collector's Edition habe und nicht die ganz einfache nur mit Spyro und Diamant, ja, aber ohne Sparks. Und für den Preis bin ich auf alle Fälle mega zufrieden. Ich habe mir mal gerade auch online noch die Preise angeguckt von der Riesen-Mario-Figur und der Okami-Figur. Die liegen im Bereich von mehreren hundert Euro. Teilweise bis 600, 700 Euro. Ich glaube nicht. Aber für den Preis, die 45 Euro. Ja, läuft, bin ich sehr zufrieden mit. Und zurück. Ja, das war die Gamescom 2019. War jetzt für mich nicht, diese Gamescom war nicht so extrem das Highlight. Also ich hatte schon bessere. Die ersten beiden davor. Das war erstmal die dritte. Irgendwie fehlte so das mega. Ja, an sich Zelda war halt sehr geil, aber Kantum ist ja nur ein Remaster. Final Fantasy ist natürlich geil, aber ist auch nur ein Remake. Ich wollte noch Blair Witch anspielen, aber war ja nur in der Business Area. Und ich wollte noch irgendwas anderes. Hatte ich hinterher gesehen, dass es da war. Und es war aber auch nur in der Business Area. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Also, ich habe nicht das Spiel entdeckt, wo ich dann sage, ja, geil, muss ich haben. Keine große Überraschung. Für mich die große Überraschung letztes Jahr war ja tatsächlich Man of Medan, weil ich da vorher, glaube ich, noch gar nichts von gehört hatte. Und dieses Jahr, ja, Control, klar, ist jetzt mit auf der Liste gerutscht, vermutlich, aber ist jetzt nicht so das Wow-Highlight gewesen. Goodie-mäßig habe ich auch schon von anderen gehört, dass es echt traurig geworden ist, dass du fast nichts mehr kriegst. Was natürlich, ich meine, du gehst ja nicht zum Loot-Sammeln, obwohl manche machen das bestimmt, aber ja, gut, ne? War so okay. Hat Spaß gemacht. Ich hätte tatsächlich gerne noch mehr Zeit gehabt. Gut. Ja, ach so, ja, letztes Jahr war natürlich auch noch Devil May Cry und Resident Evil da. Das war schon recht krass, was da gewesen ist. Ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr. Was ist das? So, am 25. August geht's, glaube ich, los bis 29. Ich bin auf alle Fälle wieder da, wenn nichts dazwischen kommt. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, erinnert mich dran, fragt mich gerne nochmal. Und dann, ja, mal gucken, geht's weiter mit Let's Plays. Und
Ich mache vielleicht mal einen kleinen Vlog zur Collector's Edition von Zelda. Die hatte ich ja bestellt. Dass ich die mal vorstelle, vielleicht mal wieder. Ich muss mal wieder mehr Vlogs drehen. Wird ja auch öfters gefragt. Mach mal wieder einen Vlog. Ich finde Vlogs immer so interessant. Ich habe gar nicht so viel zu vloggen. Es tut mir leid. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich gerne mal vloggen soll. Und nein, ich kaufe mir keine Essensboxen mehr, weil die kommen nie an. Und ich kaufe keine Lootboxen mehr, weil die sind einfach scheiße geworden. Also das fällt raus. Ihr dürft mir gerne Essen zuschicken, was ich dann esse. Oder sonst irgendwas. Ja. Ansonsten macht gerne mal Vorschläge, was ihr sehen wollt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Sehe euch dann beim nächsten Let's Play, auf Vlog, was auch immer noch so kommt. Bis dann. Tschüss.